und ein kleines Infovideo, ein kleiner Nachtrag zu meinem Kanal-Update im September. Und zwar zu zwei Tagen. Einmal das Samstag. Dort, den Samstag werde ich auslaufen lassen, denn ich merke, der ist mir zu viel. Dem Permadeath-like werde ich auslaufen lassen, ja, wie eben die Spiele so sind. Und ja, nächste Woche werdet ihr auch dementsprechend das sehen. Damit wird der frei, weil ich brauche die freie Zeit tatsächlich. Ich habe es kaum gedacht, aber so ist es. Zweitens, der Sonntag. Leider ist es, wie es ist. Ich hätte gerne zu den Assassinen ein bisschen mehr gemacht, ein bisschen mehr zusammengeschnitten. Funktioniert zeitlich nicht. Ich hätte gerne die Steinzeit weitergemacht. Funktioniert nicht. Deswegen ab nächste Woche wird es hier auch keine Steinzeit mehr geben. Leider, so gern ich es habe, wenn ich dazwischen tatsächlich im Winter wieder ein bisschen mehr Zeit habe, werde ich das wieder aufnehmen, weil mir es richtig viel Spaß macht, in dieser Zeit herumzuschlendern. Und ja, ist wie es ist, denn ich habe trotzdem Lust auch mal wieder auf was anderes, zum Beispiel mal wieder durch die Pampa zu streifen, durch Wälder zu streifen, zum Beispiel bei der Hunter oder mal wieder mit dem Auto durch USA oder durch Europa zu fahren. Das würde dann wegfallen und das möchte ich nicht. Deswegen wird bleiben am Sonntag die Assassinen, aber eher werde ich da ein bisschen über die Assassinen geschichtlich reden. Auch in den nächsten Folgen vielleicht sogar ein bisschen stärker auch Quellen einbeziehen, die ich noch entweder in Erinnerung habe oder hier als Bücher vor mir liegen habe. Jo, und ansonsten The Lords of the Fallen wird wahrscheinlich auch auslaufen, weil das ist eine Lernphase, da musst du mehr Zeit investieren in sowas. Funktioniert momentan nicht. Ansonsten, das andere bleibt erstmal soweit. Und ich möchte auch zum Beispiel nicht Raft wegnehmen, weil das macht, das ist Dienstag, das ist so die Chill-Out-Phase pur. Und ich möchte, um ehrlich zu sein, auch nicht, auch wenn es ganz, ganz wenig Aufrufe nur hat, insgesamt ja der Kanal, möchte ich auch nicht Red Dead oder Cyberpunk wegnehmen, weil das ist einfach Immersion und in eine Zeit eintauchen. Und das ist ja das, was den Kanal ausmacht, in eine Zeit oder in eine Rolle eintauchen. Und das ist wunderbar, funktioniert das bei Medieval, bei Raft, bei Red Dead, bei Cyberpunk, bei Assassin's Creed, bei Bard's Tale von mir ist auch, beim Kashid-Mönch natürlich. Auch in Dragon Age funktioniert das wunderbar. Ne? Okay, nur damit ihr Bescheid wisst. Ciao, ciao. Beinahe das Wichtigste vergessen.